Inspektor Alphonse Brésitouf resümierte die Fakten. Die Zeugen hatten übereinstimmend ausgesagt, dass eine übergroße Ratte in einem Sultanskostüm den Fischhändler in seiner Badewanne in Trance versetzt hatte. Raffiniert, dachte Brésitouf. Doch bei einer zweiten Vernehmung gaben die Zeugen an, dass vielmehr ein Fisch aus Schokolade den Sultan in eine übergroße Badewanne versetzt hatte. Raffiniert, dachte Brésitouf. Später ließen die Zeugen jedoch durchblicken, dass sich in Wahrheit Folgendes abgespielt habe. Ein Fischkostümhändler hatte die Badewanne des Sultans an sich genommen und durch eine übergroße Ratte versetzt. Fantastisch, dachte Brésitouf, der die Verschlagenheit des Täters insgeheim bewunderte. Was aber war, wenn ein schleimiges Monster eine Badewanne aus Gummi in das Weltall projiziert hatte? Es ist eben der Irrtum. Davon weiß ich nichts. Das ist völlig ausgeschlossen, sagten die Zeugen. Tatsächlich, fragte Brésitouf, der die Monstertheorie schweren Herzens verwarf. Die Narren, dachte das Monster und lachte sich ins Fäustchen.